Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot die Insane Trilogie. Ja, im letzten Part haben wir ja gegen Engine angekämpft und ja, jetzt sind wir hier stehen geblieben, so gesehen, beim Orish Asphalt und ich würde mal sagen, wir schnacken nicht lang rum, sondern wir probieren es gleich mal aus. Und ja, ich hoffe, ihr hattet bis dahin einen sehr, sehr schönen Tag. Ja, ich auf jeden Fall. Und ja, ihr habt es richtig gesehen, wie gesagt, dreimal Crash. Na, verdammt. Dann muss ich mich gleich mal kurz konzentrieren. So, dass es halt klappt, weil, wie gesagt, damit haben wir uns im letzten Part zu oft bekleckert. Aber momentan geht es. Ja. So, fünfter. Nicht schlecht, Herr Specht. Oh Gott, oh Gott. Okay, wir sind schon mal vierter. Es läuft nicht schlecht. Es könnte tatsächlich schlechter laufen. Aber wir müssen natürlich so schnell wie es geht irgendwie nach vorne kommen. Ja, ohne Fehler am besten. Logischerweise, ja, das ging zum Beispiel. Boah, aber auch Gott sei Dank nicht irgendwie die Polizeiautos. Ah, verdammt. Beispiel so eine Art nicht. So und nicht anders. So habe ich es mir doch vorgestellt. Komm. Ach komm! Wir waren jetzt so kurz davor. Ach, ja, das können wir vergessen. Und das meinte ich. Jetzt kamen wir irgendwie durch die Mitte und haben es dann nicht geschafft. Obwohl es halt nicht schlecht war. Es war, wie gesagt, überhaupt nicht schlecht. Aber dann sind wir irgendwie unglücklich in die Mitte gekommen und dann ab in den Abgrund. Aber naja. Dann machen wir es eben nochmal. Ja, aber nicht so. Siebter. Na, nochmal. Eieieiei. So nicht. Also wie gesagt, das regt mich jetzt wirklich auf, weil wir waren, oder so ein bisschen auf, weil wir waren zweimal so kurz davor, es halt wirklich zu schaffen. Und zweimal hat uns halt wirklich das Pech gepachtet. Ah. Aber naja, was soll's. Einfach weitermachen und dann gut ist. Sind ja jetzt auch schon wieder Sechster. Boah, das war knapp. Aua. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schön. Vierter. Ja, ich wollte gerade sagen, so ein bisschen den Boost trotzdem mitnehmen. Boah, das war knapp. Das war auch knapp. Eieieiei. Ich könnte hier diesen Boost natürlich auch mitnehmen, aber da ist halt so, da ist halt die Leitplanke, ne? Schön. Und das meinte ich, ne? Jetzt haben wir die Ausversehen mitgenommen. Huh, fast. So, jetzt aber. Verdammt, nicht ganz. Aua, dankeschön. So, jetzt aber. Schön, wir sind erster. Jetzt aber nicht aus dem Konzept irgendwie bringen. Sondern locker flockig weitermachen.
Nein, und das meinte ich. Och, Mann. Ja, und wir schaffen. Ach, komm. Nee, also da kann ich auch nicht wirklich. Nee. Also da kann ich auch nicht zufrieden sein. Das ist jetzt schon das dritte Mal. Ja. Oh, Mann, oh Mann. Eins. So. Das kriegen wir mittlerweile immer sehr, das kriegen wir mittlerweile besser immerhin. Oh Gott, oh Gott. Nein, nein. Aber nicht so schlimm, ne? Wenn es nur einmal passiert, dann ist es noch nicht so schlimm. Da, jetzt darf uns halt wirklich am besten kein Fehler mehr passieren, ne? Wie halt irgendwie außer Strecke gedrückt werden oder sonst was. So was in der Art. Zweimal das mitnehmen. Ja, geh weg, danke. So, den Boost, den nehmen wir mal kurzfristig mit. Ach, komm schon, und da ist schon wieder dieser scheiß Polizist. Also ich weiß, ja, wir können es schon wieder vergessen. Also das können wir schon wieder vergessen. Das ist, nee. Oh. Und das meinte ich. Oh Mann, oh Mann. So, ich bin jetzt erstmal still. Perfekt. Das freut mich. Also, keine Angst, ich habe mich jetzt nicht gemutet oder sonst was. So hätte es eventuell klappen können. Nee. So, zweiter. Platz 1 ist zum Greifen nah. Aua. Danke. Ach komm, das ist aber auch. Haben wir noch weiter vor die Kiste. Endlich! Oh Gott! Puh, doch, endlich geschafft. Oh meine Güte. Oh Mann, oh Mann. Oh, wird auch mal Zeit. Ah, das war eine Geburt. Aber naja, dafür haben wir jetzt Zeit für ein anderes Level. Flaming Passion. Oh Gott. Aber ihr wisst nicht, was das gerade wieder für ein Krampf war. Also ich weiß nicht. Die ganzen Motorrad-Level. Oh. Gerade so ein bisschen fortgeschrittener. Die sind gerade so ein bisschen.
zäh. Oh. Aber jetzt haben wir wieder Gott sei Dank ein ganz normales Level. Nicht wundern, ich habe ein bisschen Leben gesammelt offscreen. Weil 3 fand ich dann für mich persönlich doch ein bisschen zu wenig. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so tragisch. Also ich persönlich fand es jetzt nicht so tragisch. So, zack. Deswegen habe ich es auch gleich so gemacht halt. Oh, hier ist ein Kristall. Oh Gott, das war knapp. Ja, Checkpoint. Nein! Verdammt. Ah, da waren wir zu voreilig. Da waren wir zu voreilig. So. Aber jetzt hat's geklappt. So, wie ich es eigentlich machen wollte. Ah, ich glaube, da hätten wir jetzt... Ja, da wären wir wahrscheinlich ins Bonus-Level gekommen. Vielmehr ins Level, wo man... Wenn man nicht gestorben ist. Zu dem Zeitpunkt einmal. So. Guck, das ist eigentlich einfach. Das ist sehr, sehr einfach. Ja, oder man... Gott sei Dank hatte ich einen Checkpoint. Ist aber auch mies. Muss ich jetzt einfach an der Stelle auch sagen. Das ist sehr, sehr mies. Aber gut. Ne, man bekommt ja irgendwie immer Sachen. Oh, wenn ich schon wieder die Nitro-Kissen sehe. Ah ja, wir haben ja eine Bazooka, stimmt. Das habe ich auch vergessen zu sagen. Wir haben ja jetzt auch mittlerweile eine Bazooka bekommen. Das heißt, wir können die Nitro-Kisten ganz einfach kaputt machen. Das ist ja das Gute. Oh Gott. Okay, ich vergesse immer welche Taste, deswegen drücke ich öfter. So. So, zack. Die nehmen wir auch nochmal mit. Könnt ihr haben, nicht? Also ich sag's mal so, ich bin auch schon mal einmal drauf reingefallen. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass das irgendwie schlimm ist, wenn man drauf reinfällt. Ich finde es, wie gesagt, sogar eigentlich relativ normal, wenn man mindestens einmal drauf reinfällt. Weil das geht halt schnell, wenn du, gerade wenn du... Weil beim ersten Mal hast du ja, ich sag's mal, nicht überall den Blick, auch wenn die eigentlich angezeigt werden, aber du kannst ja trotzdem vergessen oder trotzdem ja nicht so genau wissen, wo die halt sind, ne? Die Nitro-Kisten als Beispiel. Und wie ich sehe gerade, wir haben nach längerer Zeit wieder alle Kisten geholt. Das heißt, wir haben einen Edelkristall und einen Edelstein geholt. Das ist sogar sehr, sehr super. Ich guck auf die Uhr, wir können noch ein Level können wir noch machen tatsächlich. Das können wir tatsächlich noch machen. Ich wollte gerade sagen, warum wird das jetzt nicht angezeigt? Und zwar Mad Bombers. Ja, das machen wir doch. Ist ein Fluglevel. Geht ja eigentlich. Dass wir es nicht nur mit Dr. Cortex zu tun haben. Nehmt euch vor Uka-Uka in Acht. Er ist ein viel gefährlicherer Gegner, als man sich vorstellen kann. Na klar. Ja, schieße die Bomben ab. Ja, alles klar. Wird schon. Ja, jetzt sind wir kurz im Pearl Harbor Fieber. Müssen einfach nur
jetzt, ja, ich sag's mal, die abschießen. Also nebenbei da nochmal die abschießen und dann noch nebenbei die anderen Flugzeuge. Oh Gott. Ah, sind schon wieder 11. Das heißt, hier könnte man auch locker easy auf 100% gehen. Ich glaube, das machen wir sogar tatsächlich. Ja, Hilfe, aber wir brauchen noch mal... Wir brauchen auch Leben dafür. Wir müssen auch dafür, die, ich sag's mal, auch drauf schießen. So. Oh Gott, oh Gott. Ist das eigentlich makaber, dass man so gesehen in einem Kinderspiel so gesehen auf Flugzeuge schießt? Also ich finde es eigentlich makaber. Weil Crash ist eigentlich trotzdem dennoch immer noch ein Kinderspiel. Okay, wir müssen erstmal kurz aufpassen. Gut, Leben. Das ist das Wichtigste. Okay, das bekommen wir nicht mehr hin. Oh Gott. Zack. Ja, ich weiß, der Sound könnte, wie gesagt, auf Dauer wirklich auf den Sack gehen, aber wie gesagt, es geht halt nicht anders. Also es geht schon, aber ich hab's halt lieber so. So, 3 von 5. Okay, wir müssen... Hilfe. Oh Gott, wir müssen... Ah, da hinten. Okay, da hinten ist der vierte. Erstmal da die Orientierung dazu haben. Aber ich finde es auch krass, auch sehr detailliert, weil unten... Da geht es ja auch noch ab. Kommen. Okay, wir haben 54 Leben noch. Okay, da ganz hinten. Ja, stimmt, wir können ja auch mit X eigentlich auch so eine Drehung machen. Warum mache ich das nicht? Stimmt. Weil ich manchmal auch nicht so unbedingt nachdenke. Aber komm. Ja, komm, den machen wir nochmal weg. Und wir haben es geschafft. Puh. Wir haben tatsächlich das Level geschafft. So kann man es auch machen. Alle, jopp. Ja, da freut sich doch Crash. Und dann würde ich sagen, machen wir tatsächlich. Ja, machen wir tatsächlich im nächsten Part mit Part, also mit Level 25 weiter. Und wahrscheinlich dann auch, ja, wahrscheinlich auch mit dem erstmal vorerst letzten Part von Crash Bandicoot, die Insane Trilogy. Und ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, das Ganze für euch aufzunehmen. Und dann sage ich erstmal noch, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend oder Tag, Nacht, je nachdem, wann ihr auch dieses Video schaut. Und dann sage ich erstmal, ciao.